Servus! Ich habe heute ein Paket bekommen, auf das ich schon wirklich lang gewartet habe, denn es sind neue Jonglierbälle. Yay! Ich würde sagen, das packen wir heute aus. By the way, es ist keine Produktplatzierung. Das war einfach die einzige Firma, die noch die Bälle auf Lager hatte, die mit meinen Bällen übereinstimmen, also die 148 Gramm schwer sind und 63 mm vom Durchmesser. Deswegen habe ich die bestellt. Und endlich ist es angekommen. Ich würde sagen, jetzt auspacken und dann sofort ausprobieren. Ich stelle euch mal ab, damit ich eine Schere suchen kann. So. Jetzt bin ich gespannt, was drin ist. Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial, noch mehr Verpackungsmaterial und weiße Bälle. Mr. Babasch Bälle. Yay! Schöne weiße Bälle. Ein oder andere hat es vielleicht schon erkannt, es handelt sich hier um Bounce-Bälle. Ich habe jetzt nochmal drei schöne weiße Bounce-Bälle, damit ich nun mit vier oder fünf oder sogar mit sechs Bounce-Bällen jonglieren kann. Mal abwarten. Erstmal probiere ich die drei aus. Ich baue kurz um und dann sehen wir uns auch schon wieder. Bis gleich. The next day you're gone and
Yeah, wunderschöne Bälle. Noch sind sie weiß, ich probiere sie auch nicht im Freien auf den Teer zu schmeißen, denn mein letzter Ball, den ihr vielleicht schon kennt, da hatte ich einen weißen und zwei rot oder orangene. Vielleicht finde ich sie sogar hier irgendwo. Der Weiße ist schon ein bisschen dreckig geworden. Vielleicht sieht man es in der Kamera. Ich probiere die nur noch auf der super gut geeigneten Plexiglasplatte zu jonglieren. Und irgendwann vielleicht auch mal 5 und 6 Bälle. Naja, vielleicht sollte ich mit 4 anfangen. Ja, so viel von heute mit meinen neuen weißen Bällen. Ich werde dranbleiben, weiter fleißig üben und sicherlich euch noch viele Videos mit Bounce-Bällen zeigen. Also haut rein, macht's gut, Servus! Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Teile das Video mit deinen Freunden. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, darfst du mich gerne auch abonnieren.